Heimliches geschah manch Nacht auf dem Mühlberg. Seltsame Gestalten wurden gesehen. Wer so abseits wohnte, sich gar mit den Naturgewalten einließ, schreckte auch vor einem Pakt mit dem Teufel nicht zurück. Der 24. Mai 1815 war ein Glückstag für die Bauern des kleinen Dörfchens Marzahn. Nun mussten sie nicht mehr mit ihrem Getreide zu den Mühlen ins 15 Kilometer entfernte Berlin, sondern hatten ihre eigene. Der Müller Christian Friedrich Krüger hatte sie errichtet, für stolze 870 Taler. Doch Eile war angesagt, denn wer zuerst kam, mahlte zuerst. Auch der Müller war nicht faul. Seit dem Morgen beobachtete er den launenhaften Wind. Der hatte gerade nach Nordwest gewechselt. Und das hieß Stress. Mit Rad und Kette an einem herausragenden Balken, dem Sterz, drehte er das ganze Mühlenhaus, 30 Tonnen immerhin, auf einem Holzständer, dem Bock, der dieser Mühle den Namen gab. Der frisch gebackene Müller hatte schnell herausgefunden, nur Flügel, die genau im Wind standen, arbeiteten mit ganzer Kraft. Dem einfachen Bauern erschien die Technik wie ein Wunder. Für den Müller blieb trotzdem viel Schufterei. Mit einer Seilwinde hiefte er den 50-Kilo-Sack nach oben. Und füllte gleich danach, unter dem argwöhnischen Blick des Bauern, den 24. Teil des Getreides als Lohn in seinen Scheffel. Sind das nicht ein paar Gramm zu viel? Dachte der Bauer, während sein Getreide im großen Trichter verschwand. Schon aber löste der Müller die Bremse, setzte so das gewaltige Kammrad auf der Antriebswelle in Bewegung. Das trieb mit seinen Kämmen das Stockrad an, das den oberen Mahlstein drehte. Der Rüttelschuh schüttete das Getreide gleichmäßig ins Steinloch. Klappern gehört zum Handwerk. Dem Müller aber schlug deshalb überall Misstrauen entgegen. Denn er arbeitete mit der ersten Maschine der Welt. Die war dem Bauern nicht geheuer. Wie von Geisterhand gerieten Teile in Bewegung, rotierte alles, ganz ohne menschliches Tun. In diesem Sichter wurde das Mehl herausgesiebt, vom groben Schrot getrennt. Skeptisch verfolgte der Bauer das Zusammenschrumpfen seines Getreides. War das alles, was übrig blieb? Betrügen gar des Müllers Lust? Ach, so möchte ich es nicht sagen. Ich meine, da und dort wird es manches Loch gegeben haben, durch das Getreide davongeflossen ist. Ich meine, die Abgaben waren hoch, das Leben war hart und das machte doch die Müller in jeder Hinsicht erfinderisch. Also haben wir im Grunde genommen vor allem die Maschinen konstruiert, die uns das Leben leichter gemacht haben. Sie müssen ja immer daran denken, dass die Müller alleine gearbeitet haben. So, und da sind geniale Anlagen entstanden, sonst wäre man gar nicht mehr da durchgekommen. Bockwindmühlen waren schon seit dem 14. Jahrhundert in unserer Region bekannt. Und die häufigsten. Nach Einführung der Gewerbefreiheit 1810 kam es zu einem richtigen Boom. Nun konnte jeder, der wollte, eine Mühle bauen. Regelrechte Gewerbezentren entstanden. Allein 25 drehten sich auf dem Prenzlauer Berg. Dutzende waren in der Müllerstraße im Wedding wie an einer Kette aufgereiht.
Über 2200 gab es damals in Berlin und Brandenburg. Klein, billig, handlich. Und so genial, dass sie sich über viele Jahrhunderte kaum verändert hatten. Die Ursache dafür, ihre einfache Konstruktion. In Luckau entsteht eine Mühle völlig neu, auch aus alten Balken. Die Vorgängerin war abgebrannt. Gerade wird das Sattelkreuz am Hausbaum heruntergelassen. Nur 500-jährige Eichen hatten diesen Umfang. Dann liegt das Sattelkreuz auf dem tragenden Bock. Noch etwas Nacharbeit, bevor Fugen und Zapfen ineinandergreifen, der Mühle allein so die nötige Stabilität verleihen. Was heute nicht ohne Kran denkbar ist, geschah früher nur mit dem Flaschenzug. Und oft fasste der Müller selbst mit an. In Luckau baut der Zimmereibetrieb Thielke aus dem benachbarten Zöllmersdorf. Dieser alte Hammerbalken stammt aus einer baufälligen Mühle im nahen Stechau, die sie abgetragen haben. Sein festes Eichenholz wird noch lange halten. Drehbar ruht er auf dem Hausbaum. Trägt die Mehlleisten, an denen später die Seitenwände aus Fachwerk hängen. In der Zimmerei bereits vorgefertigt, lässt sich das wie in einem Baukasten wieder zusammenfügen. Mit Holznägeln oder einfach verzahnt und verzapft, wie einst. Es ist bereits ihre dritte Mühle und jedes Mal wieder eine Herausforderung. Gut, wollen wir unten jetzt? Wollen wir unten die Balken annehmen jetzt? Ran. Kaum vorstellbar. Mühlen wurden damals errichtet ohne technische Zeichnung und Computer, nur allein nach überliefertem Wissen. Einen Tag haben sie für alles gebraucht. Früher war es ein Vierteljahr. Zehn Tage später. Die Außenwände stehen. Und ein größerer Kran. Jeder der 10 Zentner schweren Mahlsteine muss ins Innere. Millimeterarbeit. Dann das gewaltige Kammrad auf der Antriebswelle. Zimmermeister Heinz Thielke ist aufgeregt. Die Arbeit von Wochen steckt da drin. 3,60 Meter Durchmesser. Mit 74 Kämmen aus harter Rubinie, die später das Stockrad drehen. Vierzehn Tage sind vergangen. Die Mühle erhält, was für sie eigentlich am wichtigsten ist, die Flügel. 8,50 Meter lang. Aus leichtem Lärchenholz. Sie sind alles andere als glatte Flächen, sondern aerodynamisch elegante Formen. Im Laufe der Zeit wurden sie immer länger und schmaler. An ihnen zeigt sich, wer ein wahrer Mühlenbaumeister ist. Was sich so leicht zusammenfügte, ging auch einfach wieder auseinander. Wo man eine Mühle nicht mehr brauchte, wurde sie verkauft, vom neuen Besitzer abgebaut und zum anderen Standort gebracht. Glück zu, der alte Müllergruß war immer dabei. Und das waren dann vielleicht weniger des Müllers Lust als die der Mühlen. Trotz großen Aufwandes billiger als ein Neubau. 80 Mal fuhr Müller Friedrich Karl Gensicke 1895 den 12 Kilometer langen Weg von Treuenbrietzen nach Marzahna. Wochenlang dauerte der Transport. Überall im Land sind solche Second-Hand-Mühlen zu finden. Die in Werder stammt eigentlich aus Klossa in Sachsen-Anhalt. Laut Gesetz galten sie nicht als Bauwerk, sondern als umhauste Maschine. Andere haben gleich mehrere Umzüge mitgemacht.
Diese wurde 1820 in Köpenick errichtet, musste 1870 der expandierenden Stadt weichen und nach Bohnsdorf wandern. Seit über 20 Jahren steht sie im Garten des Berliner Technikmuseums. Aus Bornim bei Potsdam kam 1861 diese alte Bockwindmühle nach Kettzür bei Brandenburg. Bis 1955 war sie in Betrieb. Dann verfallen, erstrahlt sie nun in neuem Glanz. Schon Ostern feierte man hier ein Mühlenfest, natürlich mit Mühlenbrot. Über die Jahrhunderte war das tägliche Brot lebensnotwendig für die wachsende Bevölkerung. Die Mühle ist die einzige im Dorf von ursprünglich drei. Die Gemeinde kaufte sie für eine symbolische Mark aus Privatbesitz, engagierte sich gemeinsam mit dem Mühlenverein für ihren Erhalt. Von Grund auf haben sie die Mühle rekonstruiert, in hunderten Stunden freiwilliger Arbeit. Darauf sind sie stolz. Das ist die einzige im Altkreis Brandenburg, die noch steht. Und sich dreht. Und funktioniert. Zahlreiche Besucher kamen zum Fest, aus dem Dorf und von weiter her. Und der zugewanderte Holländer Jan Dijkstaal entführte sie in die Wunderwelt der Mühlenmechanik. Dann hat er dieses Stockrad da oben in das Holzlager eingeklinkt. Und offenbarte so manches Geheimnis. Die Müller haben ja früher die Säcke auf den Schulter getragen. Und die Säcke, die waren nicht wie heute aus Papier, sondern aus Stoff. Und die waren ja durchlässig. Und wenn er die dann genommen hat, ist ja das Mehl aus Staub rausgekommen und hätte dann sein Ohr verstopft. Er hätte ewig praktisch kranke Ohren gehabt. Zwei Stunden vergingen, bis die Brote fertig waren. Und natürlich wurde gleich probiert. Hallo Linda, grüß dich. Es war etwas scharf gebacken. Der Bürgermeister versuchte sein Glück. Oh, das ist ja. Rainer, hol mal die Kettensäge. Ja. Du bist nicht weit ab hier. Komm nicht hin. Zu schmecken schien es trotzdem. Neben Renaissancekirche und Gutshaus verbindet nun auch die Mühle alle im Dorf. Probieren. Das ist Mühlenbrot. Damit identifiziert man sich schon. Ne? Also das trägt schon dazu bei. Und die Mühle unter anderem eben auch. Und das ist schon schön, dass die jetzt mit dazugehört. Ne? Die am anderen Ende des Dorfes wohnen, sehe ich das ganze Jahr nicht. Das sehe ich eben nur an Veranstaltungen, die jetzt hier im Dorf stattfinden. Das ist wie heute jetzt zum Beispiel, dass wir uns mal sehen. Und man unterhält sich oder am Dorffest oder am Mühlentag, am Pfingstmontag. Und das ist, finde ich, wichtig. So dieser Zusammenhalt, der damit denn, also wenn jetzt keine Mühle wäre, wäre zum Beispiel am Pfingstmontag hier nichts. Überall in Europa waren seit dem Mittelalter Mühlen entstanden. Äußerlich ganz anders als bei uns. Da, wo es wenig Holz gab, wie auf den griechischen Inseln oder in Mittelportugal, bespannten die Müller dünne Holzstangen mit kleinen Segeln. Erst viele Flügel brachten genügend Windausbeute. Auf Mallorca wurden sie aus Bruchsteinen und Lehm direkt über dem Müllerhaus erbaut, aus Feldsteinen in der französischen Provence. Das Museum im niedersächsischen Gifhorn gibt einzigartige Einblicke in die internationale Mühlenwelt. Über 40 Modelle sind zu sehen. Selbst einen Nachbau der bekannten Holländer Mühle aus Sanssouci kann man hier bewundern, schon seit 1984. In Potsdam stand erst 10 Jahre später wieder eine solche historische an ihrem ursprünglichen Ort. Mit ihr konnte der Müller wahrlich hoch hinaus, mehr Wind einfangen.
36 Meter bis zu den Flügelspitzen, fast doppelt so groß wie die Marzahner Bockwindmühle. Ein gemauerter achteckiger Sockel garantierte bessere Standsicherheit. Zum Arbeiten hatte der Müller einen umlaufenden Balkon, die Galerie. Wenn die Flügel plötzlich stehen blieben, wusste er, der Wind hat gedreht. Mit Kette und Rad musste er sie neu positionieren. Allerdings bewegte er nun nicht mehr die ganze Mühle, sondern einfach nur die Haube mit dem Flügelkreuz. Irgendwie erinnert alles an ein Segelboot. Fit und schwindelfrei musste er schon sein, um die 12 Meter langen Holzgatter mit Segeltuch zu bespannen und damit auch noch das kleinste Lüftchen einzufangen. Gerade mal eine Viertelstunde dauerte es. Nur bei sehr großen Windgeschwindigkeiten, also wenn man jetzt irgendwie nach Beaufort so Windstärke 7 oder auch 8 hat, dann reicht es vollkommen aus, hier an der Vorderseite diese Holztafeln, das Vorderzeug, also damit zu arbeiten. Da ist der Wind so energiereich, dass ich also gar keine Segeltücher brauche. Dass er also hier lang streicht und dann den Flügel auch in die Richtung vorwärts schiebt, regelrecht. Deshalb eben auch ein bisschen so diese gewölbte Form. Seit dem 16. Jahrhundert gab es diese Mühlen. Wie der Name schon sagt, von Holländern erdacht. Um die Sanssouci-Mühle ranken sich viele Legenden. Häufig wird sie, wie Bilder suggerieren, mit Friedrich dem Großen in Verbindung gebracht. Doch eigentlich hatte er nur mit einer kleinen Bockwindmühle zu tun. Schon 1738 stand sie auf dem windgünstigen Hügel weit vor der Stadt. Lange bevor der König das Terrain für Sommerschloss und Park erkor. Dem Müller missfielen die Bauarbeiten. Er verlangte einen Mühlenumzug auf königliche Kosten. Friedrich dagegen fand, die Mühle gereiche dem Schloss zur Zierde. Erst als die Bäume immer höher wuchsen, die Müller ständig über die schlechte Windlage klagten, ließ sein Nachfolger 1787 die Holländermühle bauen. Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie in Brand geschossen. Später nach alten Fotos rekonstruiert. Der gewaltige Unterbau brachte genügend Platz für mehrere Etagen. Da sich die Maleinrichtung nicht mit Haube und Flügeln mitdrehte, musste eine weitere Erfindung her. Antriebswelle und Kammrad übertrugen die Kraft nun auf diese senkrechte Welle. Eine majestätische, selbstverständlich, die Königswelle. Sie setzte Mahlsteine, Sieb und Mischmaschine in Gang. Und Müller war in der alten Zeit natürlich so ein bisschen auch wie ein Universalhandwerker. Also er musste nicht nur sich in der Mühle auskennen mit den Maschinen und mit der Getreideverarbeitung, sondern der Windmüller musste gleichzeitig auch Ahnung von der Meteorologie haben. Er musste einschätzen können, wie ist denn jetzt das mit dem Wetter? Wie ist denn das, wenn ein Gewitter rankommt? Wie muss er sich dann da um die Mühle kümmern? Bei so einem Orkan wie der Kyrill, wie muss er die Mühle denn stellen? Wo müssen die Flügel hinzeigen und so? Manche Nacht hielt der Müller Sturmwache in seiner Mühle, notierte die Beobachtungen exakt im Windtagebuch. Doch schon war vieles für ihn einfacher geworden, wie hier in Straupitz im Spreewald. Auf diesem Rollenkranz drehte sich ab 1912 die Haube mit den Flügeln ganz allein in den Wind. Angetrieben durch eine raffinierte Erfindung, die Windrose auf dem Dach. Sie setzte sich in Bewegung, sobald der Wind von der Seite kam. Eine automatische Steuerung aus England. Auch der mit Windkraft betriebene Fahrstuhl war so recht des Müllers Lust, sparte Körperkraft und Zeit. Vielleicht kam ihm so die Idee, seine Mühle noch für anderes als Mehl zu nutzen. Schon seit 1885 trieben dann solche Transmissionsriemen ein kleines Sägewerk neben der Mühle an.
Ab 1905 kam, verstärkt durch Dampfkraft, noch eine Ölmühle dazu. Aus geröstetem Leinsamen wurde hier Spreewälder Leinöl gepresst. Heute ist die Straupitzer die einzige noch produzierende Dreifachwindmühle in Europa. Nicht viele Holländermühlen gab es in unserer Region, rund 130 Mitte des 19. Jahrhunderts. Dreimal so teuer wie Bockwindmühlen waren sie. Überlebt haben nur wenige. In Kammer im Kreis Potsdam-Mittelmark werden noch immer Mehl und Schrot gemahlen, allerdings mit Elektromotor. Dafür ist der Müller Windmüller der neuen Generation. Windrose erlaubte auch eine völlig neue Mühlenform. Die Paltrockmühle, so genannt wegen ihres rockartigen Unterbaus. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts gab es sie in Brandenburg. Meist waren es ehemalige Bockwindmühlen wie die in Langerwisch bei Potsdam. Hier dreht sich gleich das ganze Mühlengehäuse auf eisernen Rollen in den Wind. Der Umbau schuf mehr Raum für neue Technologien. Reinigungs- und Sortiermaschinen, automatische Förderbänder. Die doppelte Menge Getreide konnte man nun vermahlen mit solch einem Walzenstuhl. Sogar Fernsteuerung hatte sie. Zog der Müller an diesem Kettenzug, bewegte sich das Gestänge am Flügelkreuz. Öffneten oder schlossen sich die Holzklappen, je nach Wind, wie bei einer Jalousie. Seit Jahrhunderten prägt die Mühle in Langerwisch das Leben der Familie Melior. Hier sind darauf die Urgroßeltern und die Ururgroßeltern mit den Kindern. Der Umbau 1930, ein Familienereignis. Oma und Enkel blättern in der Geschichte. 1879 hatte der Ururgroßvater die Mühle von Oranienburg hierher geholt. Müller sind sie seit Generationen. Nach der Wende wurde die Mühle saniert, vom Sohn weiterbetrieben im Nebenerwerb. Bis zu einem Mühlenunfall im vergangenen Jahr. Seitdem steht sie still. Führt nun der 23-jährige Enkel die Tradition fort? Man muss halt gucken, wie sozusagen sich das halt auch mit dem eigenen privaten Leben und sozusagen dem Leben, das man sonst führt, halt auch vereinbaren lässt. Aber man halt immer darauf achten muss, dass halt irgendwie die Mühle dann halt nicht zu kurz kommt, beziehungsweise auch nicht zu viel Raum einnimmt, dass er nicht zu Belastung wird. Das ist ja so, eine Windmühle ist ja nicht bloß, dass sie da steht. Die muss ja auch bewacht werden. Sehen Sie mal, wenn Gewitter kommt und so. Die große Mühle, die dreht sich ja selber. Aber trotzdem müssen sie drinnen irgendwas machen, damit es abgesteift wird und damit nichts passiert, nicht wahr? Immer wieder hatten sich die Müller Erstaunliches einfallen lassen, um den Wind zu nutzen. Ein einmaliges Technikwunder. Die Scheunenwindmühle in Salo bei Zossen wurde von der Zugluft zwischen den Türen angetrieben. Weil ihr Besitzer keinen Mühlenzins zahlen wollte, hatte er die Räder im Haus versteckt. In Marzahn baute der Müller in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts einen 26 Meter hohen Turm an seine Mühle mit drei Flügeln. Die Windausbeute stieg um das 2,5-fache. Energie, die er nicht zum Mahlen brauchte, speicherte er in Batterien. Für die meisten kleinen Windmüller aber rechnete es sich längst nicht mehr. In der Feise, der kleinen Müllerstube, schlossen nach 1910 viele die leeren Auftragsbücher. Hängten ihr Handwerk an den Nagel.
erlagen der Konkurrenz der großen Industriemühlen mit Verbrennungs- und Elektromotor. Rund 100 Windmühlen gibt es heute noch in der Region, von einst mehr als 2000. Vor allem im Süden Brandenburgs. Viele wurden in den letzten Jahren saniert. Doch als romantische Landschaftsdekoration sind sie ungeeignet. Verrotten ohne Pflege und Nutzung schnell durch Wind und Wetter. Von den Jahren gezeichnet die wahrscheinlich älteste Bockwindmühle Brandenburgs in Lichtenau bei Doberlug-Kirchhain. Zwar steht sie unter Denkmalschutz, doch finanzielle Mittel gibt es da schon lange nicht mehr. ...1632 wurde sie das erste Mal in Kirchenbüchern erwähnt. Seit 150 Jahren ist sie in Familienbesitz. Doch der jetzige Eigentümer kann nur provisorisch die alten Balken stützen. Für mehr fehlt das Geld. Doch mit den Mühlen starb und stirbt auch das Handwerk. In der Holländer Mühle in Berlin-Britz wird es seit 10 Jahren neu belebt. Jeden Montagabend und an den Wochenenden treffen sie sich. Hobbymüller wollen sie werden. Etwas enthusiastisch muss man schon sein, denn die Arbeit ist nicht gerade leicht. Die Zeit lang. Nur wenige halten 1,5 Jahre durch. Heute lernen sie, wie man die Mahlsteine schärft. Knochenarbeit noch immer. Nach dem Stockrad muss auch der schwere Läuferstein weg. Erst dann können am Bodenstein die Mehlbalken abgekraust werden, um das Korn besser zu zerkleinern. Warum tut man sich das an? Na, da ich meinen Beruf sonst überwiegend sitzend am Schreibtisch tätig bin, kann ich hier eher die handfesten Sachen in die Hand nehmen. Es ist einfach die Technik, die ist wahnsinnig interessant und manchmal auch etwas komplizierter, als man sich das so als Laie vorstellt. Manchmal auch eintöniger und mühsamer. Sicher nie des Müllers Lust. Oh, des Müllers Lust. Ich kenne nur das Lied. Das Wandern ist des Müllers Lust. Aber sonst. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das ein Text des Dessauer Dichters mit dem passenden Namen Wilhelm Müller. Vertont von Franz Schubert. Dem niemals fiel das Wandern ein. Dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern. Das Wandern. Sie sollen einmal ehrenamtlich Mühlen in Berlin und Brandenburg betreuen. Denn erhalten werden können die nur, wenn sie wieder, wie in früherer Zeit, umsorgt, nicht aus dem Blick gelassen werden. Sich ständig bewegen.